Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time mit Porsche. Ich sollte auch die richtige Taste drücken hier. Ja, heute geht's ums Tierchen und ums Blumenladenschild. Jetzt sollten wir eigentlich alle Materialien dann gleich dafür fertig haben. Oh, es regnet! Na gut, dann halt heute im Regen. Ach, ist der erste Sommertag, ne? Nee, gar nicht wahr. Letzter Frühlingstag habe ich mich so verguckt. Ich habe mich, warum habe ich denn gestern, also in der letzten Folge gesagt, dass das der letzte Frühlingstag ist? Keine Ahnung. Stimmt nicht. Wir haben noch ein paar Tage hier im Frühling. Hätte ich auch noch Regenbogenblumen pflanzen können. Aber wir brauchen 10 Faserstoff. Warum bin ich denn aktuell so... So, nicht so unkonzentriert, aber denk irgendwie immer in zu kleinen Mengen. So, zweite Holzsäule auf jeden Fall schon mal geschafft. So, da fehlt halt immer noch der Stoff. Aber wir brauchen jetzt Honig und Pflanzenfaser. Das kriegen wir gerade so hin. Hier ist der Honig nicht. Dann ist er hier. Und eine Pflanzenfaser. Dann kümmern wir uns natürlich mal um Pfeil, das Pferd von Remington. Hier sind die Pflanzenfasern nicht. Wo ist denn Holz? Da. Ich glaube, wir haben keine Pflanzenfaser. So. Los geht's. Lange keinen Handelsauftrag mehr erledigt. Ne? Aber wir haben jetzt auch gerade 2 größere Projekte quasi vor der Nase. Da möchte ich, glaube ich, erstmal eins von abschließen. Das ist jetzt der Aufzug. Aber wir können ja mal gucken, vielleicht gibt es ja so einen kleinen Handelsauftrag, der super easy ist. Den können wir dann doch machen. Erledigen. Spacer Teddy. Da ist Pfeil. Oh nein. Komm schon, Mädchen, frisst das. Alles gut, fühlst du dich jetzt besser? Okay, neues Foto. Remington erzählen. Wo läuft er denn gerade rum? Da unten. Ach, die joggen gerade. Na, mal sehen, ob ich sie eingeholt bekomme. Ja, wo sind die denn jetzt? Rennen sie wieder zurück? Sind sie umgedreht oder wie? Das ist Sam. Da hinten läuft Remington. Remington! Warte! Jetzt so eilig gerade. Bleib stehen! Oh, gleich haben wir ihn. Jetzt. I fed Arrow honey and fiber like McDonald suggested. She should be fine by tomorrow after some rest. Really? You've cured my horse? Oh, thank you so much. I'm so glad Arrow is all better now. I can never thank you enough. Please, take this. Und Remington wurde unser Bekannter. Sehr cool.
Remington ist auch echt cool. Mag den. Hallo, Arno. Hello. I have met Marley before. It was when I went to their guild's entrance exam. I failed. She was there. It's a bad memory. Ach komm, jeder scheitert mal. Goodbye. Es ist nichts Schlimmes. Also, jeder fällt mal durch eine Prüfung. Okay, so, jetzt geht das Mammutprojekt Aufzug weiter. Es sei denn, der Faserstoff ist fertig. Nee, noch nicht ganz. Also, wir brauchen die Steuerung. Wir brauchen 20 Hartholzdielen, Eisenholzdielen, Carbonstahlbarren. Die haben wir schon. Holzsäule haben wir schon. Flaschenzug brauchen wir noch. Und nochmal 20. Also 40 Hartholzdielen. Hier fehlt uns Eisenholz, definitiv. Erstmal wieder Eisenholz suchen. Das heißt, wir fangen mal an mit den 20 Hartholzdielen. 40. Das wird jetzt 3 Tage dauern, na gut. Die sind jetzt angestoßen. Eisenholz müssen wir noch besorgen. Und einen Flaschenzug müssen wir noch bauen. Wir stecken jetzt aber das hier mal rein. Schon alles, was wir haben. Aus noch 30. Einmal alles sortieren. Was brauchen wir denn für den Flaschenzug? Lagerung und 2 Stahlplatten. Okay, wenn jetzt hier noch eins fertig ist, dann können wir die Stahlplatten machen und Lagerung 3 Stück war das, ne? Zinnlegierung. Dann machen wir das mit dem Allesschleifer. Ich gucke jetzt nochmal nach, wie viele ich brauche. Nicht, dass ich wieder nur 2 mache, aber eigentlich 3 brauche. Genau, ich brauche nämlich 3. So, du bist abgeschlossen. Dann können wir jetzt endlich den letzten wasserdichten Stoff machen. Und ich glaube, Schleim brauchen wir mal wieder. Das heißt, wir gehen einmal los zur Ziviltruppe, bestellen einmal Schleim und dann müssen wir leider, ich kann es auch kurz alleine machen, aber wir müssen Eisenholz farmen. Das bleibt jetzt leider nicht aus. So, wir brauchen Schleim. Aushängen. Können wir dann nochmal gebrauchen? Eines können wir auch nochmal aushängen. Und abgenutztes Fell. So, da haben wir 3 Sachen ausgehangen. Meine Nase juckt jetzt gerade. Ich möchte einmal noch mal kurz zurück zu unserem Hof, weil wenn der wasserdichte Stoff schon, der braucht er ja nicht lange. Wenn der denn schon fertig ist, können wir einmal das abgeben und dann würde ich danach Eisenholz farmen. Weil das mache ich dann halt einmal offscreen oder offcam quasi. Dass ihr euch das nicht angucken müsst, wie ich 10.000 Bäume fälle. So, jetzt können wir auch endlich das Schild bauen. Sehr schön. Dann geht's einmal zu Alice. Warte, in der Zeit ist doch bestimmt jetzt hier ein Barren fertig. Machen wir schnell 2 Platten draus.
So, und jetzt geht's zu Alice und danach werde ich fleißig sein. So, Alice, hier ist dein Schild. All done? Let's design the sign together. Lovely. I think this new sign is a big step up for the shop. Don't you think? Natürlich. Okay. Hallo, Mint. The mood here is totally different from Vega 5. Everyone seems to be so relaxed here. Ja, das ist See auch you. Richtig. Also ich finde, man muss nicht immer entspannt sein, aber man sollte grundlegend nicht wie eine angestochene Biene den ganzen Tag durch die Welt rennen. Weil das auf Dauer so Dauerstress ist nicht gesund. So, also, ich werde jetzt Holz farmen. Wir sehen uns dann wieder wahrscheinlich zum neuen Tag oder wenn irgendwas anderes passiert. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Das ist ein neuer Tag. Ich habe tatsächlich bis zum kurz vor Umkippen gearbeitet. Und habe auch schon die Eisenholzdielen angestoßen. Sorry, I don't mean to trouble. But I'm investigating a case, and I need your help. Okay. Ja, also wie gesagt, die sind jetzt schon auf der Schneidemaschine, die Eisenholzdielen. Und jetzt schauen wir mal. Remington, was brauchst du für Hilfe? What happened? Recently, we've been hearing about harassment incidents involving poultry and animals in town. Sophie's chickens and ducks were so scared that they stopped laying eggs. Also, McDonald's stables was damaged by someone. Even our stables at the Civil Corps was invaded this morning. Someone or something scared the heck out of our horses. They kept kicking and whining all morning long. I suspect that it's the same culprit in all three cases. That sounds terrible. Yes, it does. I'm investigating it right now. But I could use some second opinion on things that I could have missed. Ja, natürlich gehen wir. Great. Let's go to Sophie's ranch first. Was ist da noch für eine Quest? Training für die fliegenden Schweine. Okay. Mal sehen, wann wir die ab... Ich hole die einmal ganz kurz ab, bevor wir zu Sophies Hof gehen. Das wird wahrscheinlich Arlo sein. Wir haben ja schon gehört, dass er dafür immer trainiert hat. Arlo, warte. Warum müssen die immer rennen? Können die nicht mal gehen? Die Ziviltruppe ist einfach so beschäftigt. Ah, nein, das machen wir jetzt noch nicht. Wir machen jetzt erst Remingtons Sache. Ich erinnere mich gerade, was das war. Daher machen wir jetzt erst Remingtons Sache und danach können wir immer noch mit Ado quatschen. Sind wir da? Jetzt sind wir da. Hi guys. Our chickens and ducks have barely settled down. They've been crowing all through the night. I can't take it much longer. I see. I think we can take a look around and see if we can find anything. I'll go search by the trough. Why don't you take a look at the other side? Okay. Leave it to me. Okay, wir sollen auf der anderen Seite nachgucken. Also schauen wir hier auf der Hinterseite nach und sehen hier Federn. Hey, check this out. Tolle Neuigkeiten. Liebe Abenteurer, hier ist eure Chance, Geld zu verdienen. Atara bietet eine Belohnung für alle Arten von Geflügel und Tieren. Wenn sie groß und gesund sind, können sie gerne gegen Golds eingetauscht werden. Warum bist du immer noch hier? Beeil dich. Interessenten bringen ihre Tiere bitte zum Südblock. What's this? I'm not sure. Some announcement poster? It was just laying right there.
Let's go talk with McDonald. Okay, dann reden wir jetzt mit McDonald. Howdy! Are you here to investigate the strange case with my farm animals? Yeah. Did you see who or what it was that scared them? Well, it was dark, but I think I saw two figures running away. Two of them? That kind of narrows it down a lot. I believe so. Yes, I forgot this. Here you go. I picked this up off the ground this morning near the crime scene. Unser großartigster Aktion. Großartiger rassistischer Aktionsplan, um Geld zu verdienen. Hühner fangen. Freud, sie sind Monster. Ein Pferd fangen. Freud, sie sind Monster. Versuchen die Pferde der Ziviltruppe zu töten. Freud, sie sind schlimmer als Monster. Vielleicht diese blöde rosa Katze? Fünftens profitieren. Oh, Brother. So they're trying to steal our animals and exchange them for Gauls in South Block. They're after Pinky next. Let's go stop them. Since we don't have much time, let's split up and look for Pinky. Got it. Okay, wir müssen Pinky retten. Haben wir irgendwie einen Kreis? Okay, haben wir. Ja, ich glaube, ihr könnt euch schon denken, wer das ist. Aber da jetzt Südblock schon wieder gefallen ist, wir müssen uns nochmal in Südblock ordentlich umschauen. Vielleicht machen wir das, schaffen wir das diese Folge noch. Wir wollen aber natürlich gleich noch mit Alo quatschen. Müssen wir mal schauen, wie sich der Tag hier dann noch entwickelt. Da ist Pinky! Warum seid ihr beide immer schuld? Los, na los, ab in die Zelle mit euch. Okay, Pinky ist gerettet. Beziehung plus 20 zu Remington. Und wir haben gesehen, es waren wieder Hass und Hass. Okay, Alo, jetzt bist du dran. So, mein guter. Feucht, feucht. Achso, er redet selbst. Klar. Great, let's go. So, wir müssen zu Peach Plaza laufen. Das kriegen wir gerade noch so hin. Training für die fliegenden Schweine. Ja, wir, Alo will sich wieder natürlich versuchen an der Prüfung. Jetzt muss er trainieren. Und wir trainieren mit. So. Zur Baumschule laufen. Deswegen rennt Alo jetzt die ganze Zeit, ja? Also, wenn man jetzt was von ihm will, muss man die ganze Zeit rennen, hinterher rennen. After this, you look really tired. Probably need to exercise more. Ich muss auch arbeiten, Alo. Hey, Harlow. Is this your usual exercise routine? Or are you training for an event? Glad you asked. I'm training to join the best adventure guild in the land, the Flying Pigs. Their entrance exam is notoriously difficult. So I must prepare myself for the next opportunity. Thanks for accompanying me. I'll go for a few more laps and then finish up for the day. Okay, wir haben eine getrocknete Aprikose bekommen, das ist sehr lieb. Jetzt geht's aber mal Richtung Südblock, wenn wir gerade schon hier unterwegs sind.
Könnten wir auch einmal Südblock besuchen? Ich glaube, so richtig haben wir uns hier noch gar nicht umgeschaut. Und wenn wir fertig sind mit unserem Reittier trainieren, möchte ich auch gerne mal eine größere Tour in der Wüste machen, weil ich habe mich persönlich in der Wüste noch gar nicht so genau umgeguckt. Ich habe immer nur die Spots zum Farm abgeklappert, aber nie richtig mal das ganze Gebiet. Hier ist nichts. Hier ist die große Busstation. Und hier ist Yayay. Hallo. Sie ist nämlich die Oma der Hulu-Brüder. Hallöchen. I stay with Siwash and she's all alone. But it's good to see the brothers together again. Ja, das ist voll schön. Genau, und die gute Dame hat hier das Motel. Dort gehen wir mal rein. Denn erstens gibt es hier einen Laden. Hier kann man so Sachen kaufen. Wie so ein Banketttisch zum Beispiel oder eine Kettensäge. Und man kann hier den Südblock Handelsposten nutzen. Und ja, hier sieht man, was halt alles gefordert ist, was sie brauchen. Und dann kann man sagen, okay, ich kann zum Beispiel 33 Milch abgeben. Ach Quatsch, warte mal. Also man kann kaufen und verkaufen. Zum Beispiel hier, man kann Baumwolle oder doch 33 Milch ist doch das, was wir haben. Genau, man kann halt von den 200 kann man 33 Milch liefern und so weiter und so fort. Wir können ja mal gucken, was wir viel haben und was wir verkaufen können. Komm, wir nehmen doch einfach mal hier die Kartoffelfrucht. Kann man easy anbauen. Wir sagen, wir können 40 liefern. Hinzufügen. Dann kriegen wir halt aushängen. Und dann sehen wir das gleich. Wir gehen mal zurück zu unserem Hof. Hallo Joa, was machst du denn hier? Besuchst du deinen Bruder und deine Omi? Da, genau, da ist es. Und zwar haben wir dann jetzt hier diesen Wagen stehen. Und da müssen wir die Sachen hinliefern. Also reinlegen. Dann holen wir uns mal kurz die Doppelfrucht. Hier ist sie nicht. Da. Quatsch. Was habe ich denn jetzt rüber gesortiert? Wir wollen 40. So, dann packen wir das mal in den Lieferkarren. Und man sieht hier, wie viele Tage man übrig hat. Und jetzt wird's geliefert. Also man hat hier einen Handelsposten, kann noch ein bisschen handeln und halt einen Laden im Südblock. Das ist ganz cool. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Und wir haben 240 Golds bekommen für das Ganze. Okay, das ist hier alles abgeschlossen. Können wir einmal ja Strom ausmachen. So, Aufzug ist wieder unsere Priorität Nummer 1. Aber wir haben schon 13 von 40 geschafft. Dauert wohl noch ein bisschen. Haben wir schon mit der Aprikosen? Perfekt. Können wir die nämlich wegpacken. Dann nerven die uns nicht. Lagerung haben wir. Da die Eisenholzdielen laufen. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier noch so brauchen. Den Flaschenzug können wir bauen. Den können wir dann auch schon mal installieren. Also hier fehlen die Hartholzdielen.
Ja, nur noch die Dielen und dann ist der auch schon fertig tatsächlich. Also braucht noch ja, gute 2 Tage, bis wir den dann abliefern können. Was haben wir denn noch für Missionen? Danas Bergbauunternehmen. Markiere schon mal, nicht, dass ich es die ganze Zeit vergesse. Aber dadurch, dass wir jetzt gerade nur noch auf die Hartholzdielen und Eisenholzdielen warten, können wir doch mal gucken, ob wir noch mal einfach einen Handelsauftrag annehmen. Guck mal, da ist immer noch der Bus. Ablehnen. Ein isolierter Pflanzenkasten. Den sollten wir eigentlich bauen können. Ich war nämlich fürs Eisenholz farmen war ich in der Wüste bei den Pappeln und habe ganz viel Pappelholz mitgebracht. Aber ich glaube, den braucht man gar nicht. Da braucht man, glaube ich, einen großen Pflanzenkasten. Davon haben wir auch noch welche. Und kultivierte Erde. Ich glaube, den baut man sowieso an einem Mond. Ach nee, hier. Ein großer Pflanzenkasten, kultivierte Erde. Das haben wir alles. 5 Stück. Das ist doch schon mal gut. 5. So. Können wir 5 herstellen. Sieht gut aus. Dauert auch 5 Stunden. Kriegen wir die noch überbrückt bis 22 Uhr. Mit irgendwas. Zum Beispiel Pup einsammeln. Dann können wir mal gucken. Können wir dich wieder trainieren? Abbrechen. Training. So. Denn hier aus? Braucht noch 2 Tage, 3 Tage braucht der noch und der braucht noch 6 Tage, bis dann die ersten Früchte, wollte ich gerade sagen, aber bis er das erste Mal Blut abwirft. Okay, ich würde sagen, ich warte hier kurz bis 22 Uhr, bis die Erde fertig ist. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Die Erde ist abgeschlossen, das heißt, wir bauen schnell den Pflanzenkasten. Und können den dann... Ach, können sogar den noch abgeben, denn Emily ist noch in der Tafelrunde. Das ist ja praktisch. Ich sehe gerade, dass hier voll viele Spinnennetze über meinem PC. Hier, Handelsauftrag. Bitte sehr. Wow, du bist schnell und zuverlässig. Vielen Dank. Oh, Emily wird eine gute Freundin. Na gut, dass ich heute noch putzen wollte. Kann ich auf jeden Fall die Spinnweben mal wegmachen. Okay. So. Weg vom Off-Topic. Jetzt wird aber auch wahrscheinlich die Folge beendet werden, denn wir haben ganz viel gemacht. Der Tag ist vorbei. Und da müssen wir jetzt einfach noch die nächsten Tage warten, bis das durch ist, ne? Bis das durch ist. So. Dann lege ich mich jetzt hin. Diesmal drücke ich nicht gleich auf Bestätigen. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann am nächsten Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao.